Kampf auf der grauen Welt. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut. Es gibt Fragen, die meinen Kopf belasten. Drüber zu stehen ist die Kunst, wir müssen weiter und dürfen nicht rasten. Viele haben nur ein Ziel, sich an den Führenden ranzutasten, um dann durch fiese Tricks von ihm den ersten Platz zu erhaschen. Ich kenne einen und kenne alle von diesen Spasten. Denken sie wären innovativ, doch es sind immer dieselben Maschen. Aus alt machen sie neu, wie Recycling oder Pfandflaschen. Auf dass wir das Level in diesem Spiel irgendwann schaffen. Sie wollen uns benoten, wollen, dass wir einen IQ-Test machen, nur damit sich ihre Bildungsmaßnahmen gut heißen lassen. Sie buhlen um Wählerstimmen, während in Schulen Leben ausklingen. Bringen sie rhetorische Mittel ein, die alle wieder besser stimmen. Politik macht für sie durch Promotion richtig Sinn. Wer am schönsten lächelt, muss die Wahl offensichtlich gewinnen. Denn die Plakate, die vor 4 Jahren auch schon hingen, können selbst den schlimmsten Faulenzer noch kurz vor 6 an die Urne bringen. Sie sind keine Banker, aber schmeißen mit Zahlen um sich. Reden Statistiken schön, auf dass es sich überall rumspricht. Damit man ohne Skrupel und die nötige Umsicht ein paar Wähler mehr wie Frauen in der Disco rumkriegt. Schwärmen von Vorhaben, dass es heute in der Politik braucht. Ich kauf dir morgen einen Benz, ja sagen kann ich das auch. Aber das Geld in meiner Tasche investiert in Schall und Rauch. Kann keinen Schatz versprechen, egal wie tief ich tauch. Die Sender zeigen mir jeden Tag, was Sache ist. Aber keiner von ihnen redet in meinen Augen Tacheles. Ich suche objektive Ansichten und konstruktive Vorschläge. Doch alles, was ich sehe, sind Intrigen und Streitgespräche. Sie haben uns in der Hand, ob wir wollen oder nicht. Gefangen in der Schneekugel, warten wir auf den Wetterbericht. Sie saugen eure Emotions und powern sich damit. Es fehlt an Kommunikation, Talkshow-Gänger machen den nächsten Schritt und halten sich durch TV-Fitness-Shows fit. Lassen sich von George Jones motivieren, aber ich mach da nicht mit. Kinder schauen Teletubbies, nicht mehr Sandmann oder Kermit. Politiker denken sich, jeder, der vor der Glotze hockt, stört nicht. Die öffentliche Sicherheit unterstützt Wahlstrategien. Gefangen im Dogmatismus, erschaffen viele ihre Ideologien. Leere Versprechungen und gekaufte Sympathien blenden die Massen, während sie aus den Nachrichten ihre Schlüsse ziehen. Und so wird Politik zum Medienspektakel. Big Brother schaut zu, hält dich fest mit seiner Tentakel. Ich seh's schon, die nächsten 4 Jahre werden auch ein Debakel. Da hilft's auch nicht, wenn ich diesen Text aufs Papier krake. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut. Ist die Natur auch zu schwach, wird seit Jahren am Gehen gebrüht. Und mit geklonten Individuen im Dreck umhergesucht. Wenn der Einzelne nichts wert ist zum Erhalt der großen Masse, stößt meine Toleranz an Grenzen, bis ich neue Tracks verfasse. Da ihr Sonnenlicht verschwendet, bleib ich gern im Regen stehen. Flüchtet euch ins Trockene um, danach Segen zu flehen. Ich bleibe auf dem Chatstream, lasst euch ruhig vom Wind verwehen. Wir werden uns sicher bei Orwell in 84 sehen. Wahlen sind zwar frei, doch die Stimmen ohne Wert. Wenn das Wahlprogramm wie redet, jeglichen Schienen wert. Ich dachte, es sei wichtig, sich immer ganz fest zu engagieren. Doch derzeit leere Menge, plus minus siegen, gleich verlieren. Ist eure letzte Energie verbrannt, fahrt ihr im Leerlauf weiter. Ich bin auch kein goldener Reiter, doch wenn's sein muss, Wegbestreiter. Schmiergeld finanziert den Kampf gegen all die Korruption. Ich bin an der Front dabei, mit Geist und einer Notration. Meine Waffen sind die Lyrics, hab ne Menge Munition. Überrasch euch aus dem Hinterhalt in Nebelnacht-Aktion. Hallo Mr. President, was sagen Sie dazu? USA und der Rest der Welt ist just party for two. Doch ihr anderen seid nicht besser, wenn ihr euch auch jetzt beschwert. Wenn der Hälse gibt's genug, hat die Historie gelehrt. Wir können den Fall wohl nicht mehr stoppen, doch den Aufprall etwas dämpfen. Wenn wir aufhören gegenseitig wegen Scheiße zu bekämpfen. Ich befreie euch von den Krämpfen und den furchtbar starken Schmerzen und leg euch allen etwas an die Sonne in die Herzen. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut. Doch so einfach ist es nicht, vielleicht geht es tausend Jahre gut. Aber dann verlässt den Mensch der arrogante Übermut. Dann kommt eine neue apokalyptische Flut. Und Gottes größte Dummheit wird sein Finger klein mit Hut.